Ja, hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen hier in Heilbronn-Böckingen, Vorort von Heilbronn. Wir sind heute da, um mal über Inklusion zu sprechen. Da ist die eine Sache die moralische Verpflichtung, dass wir allen Menschen die gleichen Chancen bieten. Auf der anderen Seite natürlich auch immer die Unterstützung durch technische Hilfsmittel und Maßnahmen. Wir stehen hier an einem alten Bahnwärterhäuschen, nennt sich Sonnenbrunnen. Ein Bauwerk aus dem, ja, kann man sagen, 19. Jahrhundert, also altes Gebäude. Und das wurde dem Blindenverband Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt. Und der hat hier eine Beratungsstelle. Und wenn wir mal nach unten schauen, sehen wir hier schon die Leitlinie. Wir haben hier rechts auch gleich die S-Bahn, vorne den Busbahnhof. Also es ist ein Verkehrsknotenpunkt, der sehr gut auch für Sehbehinderte und blinde Menschen erreichbar ist. Und hinter mir ist der Eingang hier vom Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg. Und wir haben die Chance, zunächst einmal das Gelände uns anzuschauen, aber auch mit dem Bezirksgruppenleiter Herrn Wolfgang Heiler und seinem Kollegen, dem Herrn Dieter Müller, zu sprechen, die uns ein bisschen erklären, was es denn mit dieser Beratungsstelle auf sich hat. Ja, wir sind also hier schon auf der Freifläche hier von dem Beratungshäuschen oder von der Beratungsstelle. Und hier zu meiner Linken sehen wir also jetzt links von mir den Herrn Wolfgang Heiler, er ist Bezirksgruppenleiter, und rechts Herr Dieter Müller, auch in ihrer Bezeichnung Assistent. Blickpunkt Augenberater und Beirat der Bezirksgruppe. Blickpunkt Augenberater und Beirat der Bezirksgruppe. Ja, erstmal schön, dass wir da sein dürfen, Herr Heiler, vielen Dank. Ich habe es gerade schon gesagt an der Einleitung, dass wir hier ein sehr altes Gebäude haben, das wunderschön renoviert wurde als Beratungshäuschen, als Beratungsstelle. Wohnen Sie auch hier? Nee, Gott sei Dank nicht. So kann man doch noch Ehrenamt ein Stück vom Privatleben trennen. Okay. Nee, die Größe ist gerade so, dass es für zwei Büros, Abstellraum und unten für einen Begegnungsraum und die Sozialräume reicht. Mhm. Mehr ist nicht. Deshalb auch die Bezeichnung Häuschen. Häuschen, ja. Ich sehe schon, wir haben ja nicht nur innen die Büros und die Musterlager, sondern auch eine Freifläche, auf der wir jetzt stehen. Das sind verschiedene taktile Systeme, die Sie auch dann zeigen an die Betroffenen oder auch an Leute, die jetzt in der Stadt überlegen, ob sie sowas einsetzen. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, unsere Aufgabe ist vorrangig mal, die Betroffenen zu informieren, zu unterrichten, einmal sie langsam heranzuführen, was bedeutet diese Bodenindikatoren. Was gibt es für verschiedene Bodenindikatoren? Mhm. Und da eignet sich natürlich eine Fläche, wo man vom Verkehr weg ist, wo man geschützt ist, wo sich die Leute auch entspannen können, sehr gut dazu, um das darzustellen. Der zweite Punkt sind natürlich Interessierte vom öffentlichen Verkehrsraum, also sprich Städte und Gemeinde, beziehungsweise was immer mehr kommt, auch Bauherren, die die Hinwege zu ihren Gebäuden, Ärzte, Zeitungen, dringlicher, dass man auch da Leitelemente verlegt und man die Leute einfach informieren kann, was heißt Leitsystem, was gibt es für verschiedene Systeme, was heißt Kontrast, was ist taktil und welche wichtige Hinweise man da geben kann, damit die im Grunde genommen hier weggehe und von dir das Wissen haben und das auch umsetzen können. Toll. Also eine spannende Geschichte zum einen, aber auch sehr hilfreich, weil man es eben auch auf einer, sagen wir, komprimierter Fläche machen kann, nicht irgendwo in der Stadt rumlaufen oder rumfahren muss. Das ist alles hier direkt am Haus. Man setzt sich dann nachher zusammen und kann das dann auch noch in Ruhe nochmal besprechen. Und es prägt sich anders ein wie auf Papier. Ja, also, wenn man was begehen kann, wenn man was anfassen kann. Das Haptische, das Taktile, genau. Toll. Ja, was auch ganz wichtig ist, wenn man die zwei Herren so im Gespräch erlebt, dann muss man auch dazu sagen, dass wir hier unterschiedliche Sehbehinderungen haben. Der Herr Heiler, auch wenn man es nicht merkt im Gespräch, ist blind und der Herr Müller ist sehbehindert. Beide haben aber einen Langstock, allerdings unterschiedliche Spitzen. Der Herr Heiler bevorzugt hier eine kleine Spitze, der Herr Müller hat eine große Spitze. Herr Heiler, ist das eine reine Geschmackssache oder mit was hängt das zusammen? Nee, das ist rein nach Bedarf. Also je kleiner die Spitze, umso feinfühliger ist der Stock.
Und je größer, umso eher kommt man über Hindernisse weg. Mhm. Also, bleibt also nicht hängen, quasi, oder? Eine große Jumbo-Kugel würde sich eignen, um über ein deutsches Pflaster zu laufen. Ah, okay. Da würde sich der feine Stock, ich habe auch zweierlei, dreierlei Größe, ja. Da würde sich in dem altdeutschen Pflaster verhaken, da würde man überhaupt nicht vorwärts kommen. Verstehe. Und um jetzt, sage ich mal, feiner zu fühlen, ist eine kleine Spitze, so wie ich es jetzt habe mit der Keramikspitze, ist da vorteilhaft. Mhm. Okay, vielen Dank. Ja, wir haben jetzt hier unter uns diese Schulungsfläche oder diese Schaufläche. Und wenn Sie vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, wir stehen jetzt hier auf einer Noppenfläche, auf einer Rippenfläche. Was hat es zu bedeuten und wie geht es hier weiter? Ja, wir haben jetzt hier im Außenbereich vom Beratungshäusle haben wir eine Terrasse und auf der südlichen Fläche noch ein kleiner Weg. Und da haben wir uns von Anfang an gedacht, befestigen müssen wir es. Mhm. Und das wollen wir dann auch nutzen, um den Leuten in der entspannten Atmosphäre zu zeigen, was treffen sie im öffentlichen Verkehrsraum an. Mhm. Und da wird ja grundsätzlich unterschieden zwischen Rippen und Noppen. Noppen hat ja immer die Grundfunktion warnen. Hier ändert sich was, hier geschieht was, hier muss ich langsam tun und mich neu informieren. Und die Rippen haben immer so eine Grundfunktion, sie leiten sich in der Richtung an. Verstehe.